Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Card Preview. Wir schauen uns eine Karte aus Flames of Destruction an. Ein Set, das wir am 4. Mai bekommen werden. Das nächste Hauptset auf unserer Liste nach Extreme Force. Wir kriegen zwei neue Archetypes, die Nightmares, früher bekannt als Troymares, und die Element Sabers, die im Prinzip auch nur Support sind für die Elementarherrscher. Eine weitere interessante Karte und im Übrigen auch die neue Sneak-Promo für das Set ist die hier. Wiedergeburt, Wiedergeburt, Monster Reborn, Reborn. Wähle drei Monster in deinem Friedhof, dein Gegner wählt eins davon, beschwöre es als Spezialbeschwörung, verbanne die restlichen Karten. Du kannst nur eine Wiedergeburt pro Spielzug aktivieren. Ja, so mal abgesehen vom Artwork, das einfach nur klasse ist. Ich meine, wir haben da den Haufen von TCG Reborns, die da die, ja, OCG Reborn wiederbeleben quasi. Also wirklich klasse. Ist der Effekt sehr, sehr interessant. Nicht unbedingt für jedes Deck. Nicht jedes Deck kann damit was anfangen. Speziell, weil halt der Gegner aussucht, was sie dann specialt. Aber es ist trotzdem eine interessante Karte. Und zwar für zumindest zwei Decks, die mir jetzt spontan gerade einfallen. Und zwar Shiranui und Metaphys. Die Decks profitieren definitiv davon. Ihr könnt damit im Prinzip wie bei der normalen Reborn einfach ein Monster wiederbeleben. Klar, Gegner sucht aus, was es ist. Könnt ihr aber natürlich ein bisschen beeinflussen, indem ihr einfach drei Monster, die gleichen Monster benutzt. Oder ihr sagt, ja, eigentlich möchte ich alle drei gerne haben. Und wenn ihr dann die restlichen verbannt, triggern die Effekte der Shiranuis oder der Metaphysischen. Also eine interessante Sache, profitiert auf jeden Fall. Werde in den zwei Decks jetzt sogar zweifach. Und ja, ist eine interessante Karte. Wie gesagt, man muss ein bisschen schauen, in welchem Deck man sie spielen will und spielen kann. Trotzdem finde ich sie sehr, sehr interessant. Wie gesagt, wir bekommen sie als Sneak-Promo. Das heißt, ihr werdet sehr, sehr einfach an sie rankommen. Es wird natürlich auch im Set enthalten sein. Von daher, ja, eine interessante Karte. Wenn ihr noch mehr Kombos habt für die Karte oder Ideen, wie man sie benutzen kann, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir werden noch ein Video dazu machen, ein paar Duelle machen mit der Karte in Shiranui und Metaphys. Da bin ich gerade dran, Replays am Sammeln. Und ja, wenn ihr übrigens Replay habt, schickt mir das auch gerne. Dürft ihr gerne machen. Webseite findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir die Replays einreichen. Dann nehme ich die auch sehr gerne mit ins Video auf. Bleibt uns noch, ja, die Karte zu bewerten, wie wir das bei den Previews immer machen. Was geben wir der Karte? Naja, wie gesagt, ich finde es eine sehr, sehr gute Karte. Aber sie ist ein bisschen situationsabhängig. Sie ist ein bisschen themenabhängig auch. Es ist nicht jedes Deck unbedingt froh darüber, wenn man Karten vom Friedhof verbannt. Grundsätzlich müsst ihr mal drei Monster im Friedhof haben. Ihr müsst damit, ja, es muss euch nicht unbedingt in die Pläne pfuschen, wenn dann Monster davon verbannt werden. Also es muss euch mehr oder weniger egal sein oder euch vielleicht sogar weiterhelfen. Und ja, das geht halt nicht in jedem Deck. Trotzdem würde ich der Karte eine solide 6 von 10 Punkten geben. Einfach weil sie halt erstens ein saucooles Artwork hat, das spielt ein bisschen mit rein. Weil sie doch einen sehr starken Effekt hat, sie specialt irgendein Monster vom Friedhof. Gegner darf aussuchen, aber sonst gibt es keine Einschränkungen. Und sie verbannt euch zwei weitere Monster vom Friedhof, was auch sehr praktisch sein kann. Leider ist sie nur einmal pro Spielzug benutzbar. Wie bereits erwähnt, ist sie nicht in jedem Deck spielbar. Das macht sie ein bisschen schlechter in meinen Augen. Eine 6 ist aber trotzdem drin. Ja, das ist meine Bewertung. Wie seht ihr das? Schreibt mir eure Bewertung in die Kommentare. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf, die zu lesen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Kurz, knapp. Und wenn ja, lasst einen Daumen da. Lasst auch ein Abo da. Dann verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal auf Patreon vorbei. Ich werde da in den nächsten Tagen immer mal wieder Sachen posten. Ich werde mich jetzt da ein bisschen mehr drum kümmern. Auf Patreon habt ihr die Möglichkeit, mich zu unterstützen mit 1 Euro pro Monat. Wenn ihr möchtet, sogar mehr. Und mir so, ja, ein bisschen unter die Arme zu greifen, den Kanal zu supporten und, ja, ihn voranzubringen. Wenn nicht, lasst einfach ein Abo da. Das hilft auch schon sehr, sehr viel. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.